Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Und wir wollen hier in diese Mission. Hallo? Warum redest du nicht mit uns? Kann ich Schiffe upgraden? Nö, kein Geld. Wir spielen auf Standard. Also ich bin ganz schlecht da drin. Dementsprechend spielen wir auf Standard und gucken uns das jetzt ganz mal an. Mal wieder ein Kampf. Der Kampf gegen Drake. Drakes Festung der Einsamkeit und sie sieht wirkt ziemlich gut bewacht aus, aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Warum jetzt schon wieder die... Nicht mehr reden, ich gehe kaputt. Habe ich irgendwas verpasst? Keine Ahnung, was ich wieder gedrückt habe. Egal. Wir schaffen das schon. So, erobern sie das Ziel. Bin ich ein bisschen gespannt. Da fehlt der ganze Ton. Hä? Guck ich nochmal ins Menü, ne? Audioeinstellung. 60% lassen wir. Effektlautstärke. Stimmlautstärke. Und UI-Lautstärke. Gameplay, alles okay. Jetzt, siehst du? Jetzt da wieder. Was auch immer das schon wieder war. Verstanden. Die aktuelle Situation erfordert eine gewaltsame Lösung. Ja, leider. Leider eine gewaltsame. Verstanden. Ach du Mucks. Das sieht aber irgendwo schon geil aus, dieses Kampfzeug. Hat ja irgendwie doch was, aber irgendwie. Ein herausragendes. Meine Vorgesetzte dankt Ihnen. Okay, für was? Ich hab noch gar nichts gemacht. Waffensysteme bereit. Bam, bam, bam. Bereit für Einsatz. Bereit für Einsatz. Wissen Sie, für den Einsatz? Feind entdeckt. Alle bereit machen. Komm drauf da. Wir sind zum Glück im einfachen Modus, ne? Ich glaube, sonst wäre ich wieder Feind entdeckt. Dreimal hinüber. Ziel bestätigt. Gut, dass du vorbeikommst. Liefere 3 Unterstützungsflotten. Aha. Das bedroht nicht nur unseren Profit. Folgen Sie dem Kreuzer. Was? Grünes ich Licht. Bin hier im Krieg und soll dir folgen, oder was? Die haben Probleme, da. Wir sind unterwegs. Hinten gibt's wieder was. Juhu! Hinter der. Kampfstationen! Selbstreparatur. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Auf ihn, auf ihn! Koordinaten bestätigt. Was auch immer das da alles ist, alles mitnehmen. Wenn ich's mitnehmen kann. Iridium, jawohl. Roger. Roger, Job. Einfach mal von Weitem. Koordinaten bestätigt. Kämpfen wir uns quer durch. Oh, ich kann keine Raketen mehr mitnehmen. Grünes Licht. Hab schon zu viele dabei. Schießt einfach mal auf die andere Seite. Genau deswegen. Wir sind unterwegs. Auf sie. Weil machen sie alle Blatt, Drake. Du hast keine Chance, Mann. Volle Kraft voraus. Tja, warte mal, wir könnten mal ein paar Raketen schießen. Einfach nur, weil ich es kann. Nuklear-Raketen. Volle
Kraft voraus. Nukular. Alles mitnehmen. Einmal auf das Ding schießen, bitte. Da randalieren sie. Jetzt wird's aber knifflig hier. Reparaturdrohnen gestartet. Da wollten die auf mein kleines Schiff. So nicht mehr, Jungs. Ziel bestätigt. Ah, das ist ein so ein Ding. Alle zum Einsatz. Alle zum Einsatz, Jungs. Macht hin. Böse Schiffe kommen uns entgegen. Zack, zack, zack. Verstand. Bam. Was auch immer ich da machen soll. Wir werden schon irgendwas tun da. Alles, was da rundherum ist. Bestätigt. Und jetzt? Sicher. Du glaubst also, du kannst es schaffen, was? Das werden wir ja bald sehen. Übernimmst du dich da nicht ein wenig? Bam, 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 bam. Kampfstationen. Was muss ich noch damit machen? Hä? Erobern Sie die Kampfstation. Die ganze Orbit der Watch. Aha. Nicht dabei, glaube ich. Im Gange. Dachte ich zumindest. Da ist ja noch einer aufgetaucht. Oh, beim Umdrehen schnell kaputt gemacht. Alle zum Einsatz. Feindliches Gebäude, komm, das machen wir noch kaputt. Ja, du. Zack, zack, zack. Sind unterwegs. Nimmst du es mit? Nimmst du es mit? Nimmst du es mit? Jetzt. Volle Kraft voraus. So, jetzt fahre ich nochmal dahin. Aha, da kommen die nächsten. Muss wahrscheinlich jetzt eine Weile hier stehen bleiben oder so, bis die kaputt sind. Alle zum Einsatz. Instandsetzung läuft. Na komm. Alle zum Einsatz. Und der letzte oder was? Kommen noch welche? Da kommt der nächste. Ja, hallo, aber was? Das wird gar nicht mehr auf. Alle zum Einsatz. Roger. Und jetzt? Ein heldenhafter Sieg. Steht zumindest auf den Nachrichtenseiten. Und sie wissen nicht mal, was da wirklich passiert ist. Schön. Stimmt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Militärstufe 4, fast 5. Zurück zur Mission, hallo? Ich war doch noch gar nicht fertig. Koordinaten bestätigt. Da sind noch ein Haufen Punkte. Dem soll ich irgendwas liefern. Dann fahr mal schnell dahin. Und der hier soll ich folgen. Wir werden angegriffen. Das hast du gut gemacht. Reibungslos, effizient und endlich alle? Ja. Erledigt. Reparaturdrohnen gestartet. Wo müssen wir denn hin? Schnecke. Sind unterwegs. Wir werden angegriffen. Angegriffen nennt er das. Feuer frei. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Bam, 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 bam. So geht das so schnell. Aber die Mission wollte ich normal machen. Zack, 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 zack. Im Gange. Ihr Durchhaltevermögen hat Lob verdient. Roger. Dann ist er okay. Wenn du das so siehst, dann ist das okay. Verstanden. Mmh. Roger.
Den nehmen wir auch noch mit. Zack, 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 zack. Bestätigt. Grünes Licht. Alles drauf, alle drauf. Wir werden beschossen. Dann. Aber so geht unser Leben so schnell runter, wenn man das macht. Ich kümmere mich um die Reparatur. Koordinaten bestätigt. Was? So. Volle Kraft. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt dahin gehen. Zack, 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 zack. Waffensysteme bereit. Feuer frei. Wir sind ja noch mehr von den Dingern. Denn, 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 denn. Bestätigt. Und jetzt? Einmal nochmal. Drohnen gestartet. Koordinaten bestätigt. Ja, da passiert halt nichts mehr. Sind unterwegs. Gut, haben wir eigentlich alle Missionsdinger geschafft, ha? Mission verlassen. Ja. Und fertig. Hab ihnen ein kleines Geschenk hinterlassen, wo ich schon eingeloggt war. Probleme mit zu wenig Speicherplatz haben sie jetzt nicht mehr. Läuft. Boah, sogar Stufe 6 erreicht. Krass. Weil ich noch den Rest seiner gemacht habe. Sehr gut. So erledigt das ein Insider. Ich habe die Daten, die du wolltest. Und noch ein paar Daten für mich, an denen ich privat interessiert bin. Sie wird eines Tages eine Gegenleistung für ihre Dienste erwarten. Aber was zählt ist, dass sie Drake einen harten Schlag verpasst haben. Er wird sich bald davon erholen, aber im Augenblick sind wir im Vorteil. Und das müssen wir ausnutzen. Das Fehlen von erneuerbaren Energiequellen ist die größte Schwäche der Erde. Besonders in konfliktreichen Zeiten wie diesen. Aber sie halten den Schlüssel für eine friedliche Zukunft in der Hand. Das Mondlizenzierungsprogramm ist so gut wie abgeschlossen. So. Okay, ist so gut wie abgestanden. Erstellen Sie Transferroute für Energie vom Ibra-Krater zum Viper-Becken. Und zwar neue Transferroute Strom. Von da nach da. Bier haben wir 1000. Das kostet Geld, pass auf. 16.000. Energietransmitter online. Starte Testprotokoll für Energietransfer. Alle Parameter grün. Energietransfer erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Ziele des Mondlizenzierungsprogramms erfüllt. Die Fusionsenergieübertragung wird nun den Energiebedarf der Erde decken und der Menschheit die Entwicklung neuer Raumfahrtmethoden ermöglichen. Die Global Union ist dankbar für ihre Kooperation. Ein letzter Punkt im Projektplan ist noch offen. Und zwar, Ihnen zu danken. Für alles, was Sie für die Menschheit getan haben. Sie sind ein Vorreiter einer neuen Ära des Wohlstandes. Die Union hat große Pläne. Ihre Firma wird der offiziell von der Regierung zugelassene Lieferant von Mondressourcen sein. Und als Zeichen der Dankbarkeit erhalten Sie Baugenehmigungen für ein Firmenhauptquartier nach Ihren Vorstellungen. Verbunden. Okay, wie ihr gehört habt, das war der offizielle Teil des Mondlizenzierungsprogramms. Wir haben es geschafft, Fusionsreaktoren, oder einen bis jetzt, auf dem Mond zu platzieren und die Energie an die Erde zu übertragen. Die kommt jetzt wunderschön hier in unserem Wallbruchbecken, zumindest bis jetzt, an. Es gibt noch einen Haufen Nebenmissionen, die ganzen Projekte, die es da gibt. Wir haben es noch nicht mal geschafft, in unserem Hauptgebiet das Projekt abzuschließen, weil 50.000er Bilanz ist jetzt gar nicht mal so einfach, habe ich jetzt festgestellt. Also im Stream habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe aber die Aufzeichnung nicht davon. Also das kann ich nicht sagen. Also hier, das Ding zum Beispiel, hatte ich das fertig? Ich weiß es gar nicht. Mindestens eins hat man fertig, das weiß ich. Das nicht so. Und unsere globale Aufgabe ist jetzt, Investoren 150.000 zu kriegen. Heißt, wir müssen unsere Insel extrem ausbauen.
Wir haben ja auch noch Platz, also das ist nicht das Problem. Diese Schwerkraftkompensatoren, das waren die, die hier mitgemacht werden, ne? Ne, das ist das Stadion. Das kriegen wir aber 100.000. Schwerkraftkompensatoren, keine Ahnung, wo die jetzt herkamen. Ich glaube auf dem Mond, oder? Also, das wollen nämlich die dann auch haben. Haben sich gelohnt. Und Stadion. Das sind jetzt halt Sachen, ja. Das zieht sich aber einfach nur noch im Ausbau. Also die hier ausbauen, upgraden, ausbauen, upgraden, ausbauen, upgraden, ausbauen. Einfach nur, um die Leute zu kriegen. Das finde ich jetzt fürs Let's Play ist nicht mehr so unbedingt jetzt krass wichtig. Deswegen würde ich sagen, haben wir es eigentlich an der Stelle geschafft? Ich bin gerade echt am Überlegen, wie vierte Folge wir haben. Mal gucken, kann ich das schnell nachprüfen oder geht da... Nö, das funktioniert sogar und es läuft normal weiter. Ist aber schön. Jetzt muss ich da aktualisieren. Ich glaube, ab da kam an. Oh, das ist eine gute Frage. Das von 18, 19, 20, 21, 22. Entweder 23 oder 24, genau weiß ich es gerade nicht. Ich habe es ja noch nicht benannt. Aber ich denke mal, da habt ihr zumindest gesehen, wie oder was die Kampagne, was heißt die Kampagne? Es gibt nur diesen Spielmodus. Es gibt irgendwie kein freies Spiel oder irgendwas. Man hangelt sich immer diese Geschichte der Mondlizenzierung gesagt, halt der Stromproduktion auf dem Mond entlang. Und ja, also mir gefällt es sehr, also mir hat es auch sehr gefallen. Ich finde die Kampagne echt toll und es ist auch ein zukünftiges Problem, sehr wahrscheinlich, das mit dem Strom. Weil es ist nicht einfach, das Ganze so richtig, der Stromverbrauch steigt und die Art und Weise, wie man es produziert, ist halt so eine Sache, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich diese Gezeitenkraftwerke schon aktiv im Betrieb gibt, aber ich glaube, ich habe da letztens eine Doku gesehen in... Wo war denn das? Ich glaube Großbritannien, nördliches Großbritannien, dass die da schon die mittlerweile doch sogar schon aktiv laufen haben. Oder dass da zumindest groß geforscht wird. Also da, das ist so die Gegend, wo viel jetzt Gezeitenenergie und Wasserenergie, soweit ich weiß, benutzt wird. Gut, aber das schweift mal vollkommen vom Thema ab. Zu Anno würde ich sagen, war's das. Wenn ihr noch sehen wollt, wie das dann mit dem Stadion ist und irgendwas, schreibt's in die Kommentare, dann spiele ich den noch weiter. Vielleicht mache ich auch einen Zeitraffer oder sowas, wie das dann ist. Oder ein paar Schnipsel schneide ich rein, wie ich das gemacht habe, wie viel jetzt dann hier auf jeden Fall das Bild kommt dann. Wie viel von denen jetzt Investoren sind, Hilfehäuser. Aber natürlich. Ja, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich nochmal weiter. Den Spielstand werde ich auf jeden Fall nicht löschen. Und ja. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr diese Let's Play mit angeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen. Und ja, wir sehen uns entweder, wenn ihr wollt, in einer weiteren Folge, wo ihr dann das Stadion ähnlich seht, oder in einem neuen Let's Play. Bis dahin. Ciao.